Yudhasana ist die Kämpferstellung, die Kriegerpose. Yudha heißt eben auch Kampf und Krieg. Ausgangsposition, Fersensitz. Von hier gibt den rechten Fuß nach vorne, Knie oberhalb des Fußgelenks und senke das Becken so weit du kannst. Strecke den rechten Arm nach vorne aus und mache dabei eine Faust. Beuge den linken Ellbogen und halte eine Faust mit dem linken Ellbogen. Und das ist jetzt Yudhasana. Du könntest es zum einen sehen als Vorbereitung zum Boxkampf oder eben auch, du könntest dir vorstellen, einen Bogen zu spannen. Gut, ich selbst und auch Rafaela und Durgadas hinter der Kamera, wir sind alle Anhänger von Ahimsa, wir wollen nicht körperlich kämpfen, aber manchmal ist es auch wichtig, dass man sich durchsetzt und manchmal auch mutig ist. Das heißt zwar manchmal, der Klügere gibt nach, aber wenn er das immer macht, dann gehört irgendwann den Dummen die Welt. So ist es gut, bei kleineren Dingen öfters nachzugeben und bei berechtigten Anliegen von anderen schauen, wie man dem gerecht werden kann. Aber wo es gerade um Ethik geht und wo es gerade um Wichtiges geht, ist es auch wichtig, sich zu bemühen. Und du kannst das ja auch gewaltfrei machen, so wie Mahatma Gandhi auch den gewaltfreien Widerstand auch als politisches Mittel entwickelt hat. Und bis heute ist gewaltfreier Widerstand die effektivste Weise, um tyrannische Regimes zu überwinden und auch Unrecht zu überwinden. In diesem Sinne, Yudhasana, sei manchmal auch bereit, sich für die gute Sache einzusetzen und auch mal zu kämpfen. Ich selbst gehöre durchaus zu den harmoniebedürftigen Menschen und bemühe mich, allen Menschen gerecht zu werden. Mich macht es immer dann traurig, wenn es mir doch nicht gelingt, denn man kann nicht leben, ohne dem einen oder anderen vor den Kopf zu stoßen, selbst wenn man es gar nicht will. Und so ist es immer wieder, gerade auch für Yoga-Übende, wichtig anzuerkennen. Frieden ist ein hohes Ideal und wir wollen friedvoll mit allen leben, die Anliegen anderer wertschätzen. Aber manchmal gehört zum Leben auch ein gewisser Kampf dazu.